Moin. Ich habe vor einer Weile Ihr Online-Formular ausgefüllt, um Überbrückungshilfen zu beantragen. Ich bin halt Künstlerin, also Solo-Selbstständige. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Na, auf jeden Fall bin ich hier, weil ich noch keine Bestätigung bekommen habe. Ich wollte halt fragen. Ja, das dauert mit der Post ein paar Tage. Mit der Post? Mhm. Hatten so ein Faxgerät, dann ging das alles ein bisschen schneller, aber man hat heutzutage dann schon eins. Ja, was dachten Sie denn? Sie bestellen online ein bisschen Geld? Ich meine, das hier ist das Finanzamt, nicht die Raumschiff Enterprise. Kann ich das Formular dann hier abholen? Wahrscheinlich können Sie. Haben Sie im Vorfeld schon überhaupt Ihre Berechtigung zur finanziellen Hilfe feststellen können? Das sind 60 Seiten Amtsdeutsch. Fluggesellschaften kriegen Geld ohne Ende. Und ich kann meinen Job nicht machen. Ja, immer mit der Ruhe jetzt. Aber für Solo-Selbstständige, da kümmert sich Monika drum. Die ist im Ersten. Alles klar, danke. Da ist aber gar keiner. Die haben alle den Virus. Dann kommen sie doch so ja, nächste Woche wieder. Na gut. Gehen Sie mal hoch, schauen Sie, ob Sie das richtige Formular finden, dann bringen Sie das her und dann stempel ich Ihnen das voll gerne ab. Aber ich kann hier leider nicht weg. Alles klar, danke. Ich bin quasi so ein Ninja. Was? Ich sagte, das liegt an den Überziehern. Ich bin quasi wie so ein Ninja. Aber du darfst gar nicht hier sein. Der ganze Bereich ist kontaminiert. Ich suche nur ein Formular. Ich darf nicht arbeiten. Ich bin Musikerin. Ach, Musikerin, ja. Viele von euch beantragen gerade Hartz IV. Ein gruseliger Gedanke, oder? Ach, findest du. Ich kann nicht mal beurteilen, ob ich unterstützt werde. Und die Bestimmungen ändern sich auch tagtäglich, während... Während Schlachtbetriebe trotz hoher Inzidenzen und miserablen Arbeitsbedingungen Sondergenehmigungen bekommen. Ganz genau. Ja. Es fühlt sich an wie auf der Titanic irgendwie. Der Kapitän verteilt fröhlich Schwimmwesten. Aber für die, die den Kahn über Wasser halten, ja, für die wurden leider keine eingepackt. Und mich überrascht das auch noch. Das klingt ja fast nach Lobbyismus. So kenne ich die da oben gar nicht. Ach, apropos die da oben. Ich habe im 5. Stock den ganzen Sondermüll hingebracht. Da wird wahrscheinlich auch dein Formular gelandet sein. Ja, also, aber da kannst du ja nicht jetzt einfach so hoch. Ich meine, das ist ja... Ja gut, dann. Bis später, Silie.
Wir warten auf Förderung. Euch ist aber schon klar, dass hier niemand ist, ne? Gleich sind wir dran. Kann das sein, dass ihr vergessen wurdet? Wir sind Musiker. Oh shit. Wir sind relevant. Ja, so sieht ihr aus. Bitte? Ihr Lieben, ich muss euch leider enttäuschen. Es wird keiner kommen und euch abholen. Das Morland hat geschlossen. Ikea? Nee, nicht Ikea, das war eine Metapher. Boah, eure Gesichter sehen wahrscheinlich genauso leer aus wie euer Kontostand. Aber mal im Ernst. Wann wurdet ihr das letzte Mal unterstützt, ohne dass ihr danach gefragt habt? Ja, eben. Ganz genau. Warum sollte das jetzt anders sein? Wir sind relevant. Komm, lass einfach. Haltet mal schön eure Zettelchen fest. Ich gehe jetzt meinen holen. Brauchen Sie Hilfe? Ich bin Musikerin und ich brauche ein Formular, weil ich nicht arbeiten kann. Also Musikerin, da würde ich ja jetzt auch nicht tauschen wollen. Aber ich sag's ja immer, Handwerk hat goldenen Boden. Und sieh uns an, wir sind in Lohn und Brot. Aber sei doch mal nicht zu streng jetzt zu dir. Mein kleiner Bruder, der hat jetzt angefangen, so Graffitis zu sprühen und will dafür Geld haben, ne? Mit solchen ignoranten Pinselschwingern eigentlich klar, dass in Deutschland über 1 Million Leute in der Kulturbranche sind, ja auch. Nee, die momentan nicht wissen, wie sie ihre Familien ernähren können. Die Leute verlieren ihre Krankenversicherung, weil sie zusätzliche Jobs annehmen müssen. Das ist doch scheiße, oder? Ja, also ich glaube, wir haben ihren Punkt verstanden. Verstanden? Verstanden? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Vor allem nicht solche Kulturbanausen wie euch. Immer wird gesagt, Kultur muss man beschützen. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist das immer nur so ein Hobby für euch. Das kann nicht mehr! Viel Erfolg bei Ihrer Kleinkunst. Mensch, wo waren Sie denn die ganze Zeit? Wir machen gleich zu. Ich habe hier übrigens noch so ein Formblatt gefunden. Sie hätten gar nicht nach oben gehen müssen. Ja, wie ich sehe, haben Sie auch keins gefunden. Kommen Sie doch mal schnell her, füllen das aus, ich stempel das ab und dann sehen wir, was wir für Sie tun können. Hä? Wissen Sie, ich glaube, das mit der Pandemie, das wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht suchen Sie sich so lange so einen richtigen Job. Einen richtigen Job? Ja. 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 Mhm. Das ist eine fantastische Idee. Wissen Sie, wie respektlos das ist? Was würden Sie machen, wenn Sie morgen das Radio anschalten und es läuft keine Musik mehr, weil alle Musikerinnen sich richtige Jobs gesucht haben? Statt Frühstücksfernsehen gibt es nur weißes Rauschen, weil alle Journalistinnen sich richtige Jobs gesucht haben. Sonntags schauen Sie Ihren Tatort. Es gibt ihn aber nicht mehr, weil alle Drehbuchautoren, Kameraleute, Regisseure, Schauspieler sich richtige Jobs gesucht haben. Wollen Sie in so einer Welt leben? Nein? Ich auch nicht. Stift? Also denken Sie das nächste Mal nach, bevor Sie jemandem seine Daseinsberechtigung absprechen wollen. Sie könnten sich ins Knie schießen. Sie wissen schon, dass Sie das in 12 Monaten zurückzahlen müssen.